Zeit. Herzlich willkommen zurück bei Unser Leben am Weinusbaum. Es besteht immer noch Interesse an Damber. Dann wollen wir doch Damber vorstellen. Ich habe jetzt da mal den Janssen RD500 raus. Der ist ein recht schönes Gerät. Hat 9 PS. Ist voll hydraulisch und den wollte ich euch jetzt einmal schnell vorstellen, wie das Ding so funktioniert, wie es fährt und warum. So, dann schauen wir mal drum rum. Er hat hinten ein Trittbrett. Wenn man sie drauf stellt, er steht da nur relativ stabil. Wie schon gesagt, der 9 PS Benzinmotor. Eigentlich so ein völliger Standardmotor. Da ist Hydrauliköl. Wir haben halt minus 2-3 Grad, also es ist relativ kalt. Dann haben wir da oben das Heben, Senken. Die Geschwindigkeit vom Heben und Senken. Die Antriebshebel. Und der Gashebel. Da kann man, ich hoffe, ich bringe es drauf. Ihr seht es, da unten bewegt sich der Hebel mit. Der kann auf ebener Strecke 500 Kilo und bei, ich weiß nicht, 9% Steigung glaube ich nur 370, also da geht es dann Shopping zurück. Für den Damper gibt es als Zubehör eckige Wanne und so Holzrungen. Das zeige ich euch jetzt gleich, wie das dann unten ausschaut. Jetzt lassen wir das Ding mal an. Also ganz normal, der hat Seilzugstatt, der hat keinen Elektrostatt. So klingt er. Dann hebt er so aus. Er hebt da über den Kipppunkten aus, was gut ist, weil er leert sich dann auch wirklich aus. Das Prinzip ist ja bei allen Damper ziemlich gleich. Das ist einfach da der Bolzen. Also schnell wechseln kann man jetzt das, die Brücken auch nicht, weil man muss ja dann da den Sprengring aufmachen entsprechend. Aber es ist ja nicht gedacht dafür, dass man die ständig wechselt. Ich zeige jetzt da nochmal den Fahrantrieb. Da geht es natürlich so, und wenn man es dann berg hoch, muss man natürlich das hochklappen, weil sonst setzt er natürlich auf. Das Bauartbedingt so ist halt so, ne? Wäre schön, wenn er nur einen Elektrostart hätte, dann macht das Ding wahrscheinlich noch wesentlich einfacher. Aber so
erwartungsgemäß auf jeden Fall. Funktion her ist bei denen genauso. Kippen, nicht kippen. Er ist ein wenig höher, er kann 100 Kilo mehr. Hat den Motor mit 10 PS, der 9. Was jetzt aber, es treibt ja Hydraulikpumpen, also die sind beide letztendlich nicht irgendwo an der Leistungsgrenze. Interessant, wie gesagt, habe ich schon erwähnt, da entweder so eine viereckige Schüssel bzw. die Holzrungen, je nachdem, im Wald kann ich mir das gut vorstellen. Man hat halt keine Bodenverdichtung, man kann das wirklich im letzten Eck. Ich habe es jetzt da auch zwischen dem Pfosten, wo ihr gerade dran hängt, und Lader gerade so durch in der Reihe und quer auf der Stelle. Das ist halt der große Vorteil von den Dumper, beziehungsweise dann auch in Baustellen. Ich verlinke euch die mal unten, dass ihr die nicht suchen müsst. Ja, das war's. Ich hoffe, ich habe ein wenig weiterhelfen können. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.